Ja, also der nächste Tipp für die mündliche Prüfung ist zum Beispiel, wenn du jetzt also beispielsweise in einer mündlichen Prüfung bist, dann ist es wichtig, dass du nach Möglichkeit ganz ruhig und langsam sprichst, dass du entspannt auftrittst und wirkst. Denn Hektik macht verdächtig. Das wusste schon der große Meister der Rhetorik, Nikolaus Enkelmann. Also trainiere, wenn du dich auf die mündliche Prüfung vorbereitest, vor dem Spiegel oder wo auch immer, ruhig, klar und deutlich zu sprechen. Denn damit signalisierst du deinem Gegenüber, dass das, was du sagst, wahr ist. Und wenn dir eine Frage gestellt wird, bei der du nicht ganz sicher bist, ob die Antwort richtig ist, dann ist es umso wichtiger, langsam, klar und deutlich zu sprechen. Menschen, die undeutlich oder schnell sprechen, erwecken den Eindruck, dass das, was sie sagen, nicht gehört oder nicht verstanden werden soll, weil es vielleicht falsch ist. Menschen, die klar und deutlich sprechen, erwecken den Eindruck, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht und zwar über jeden Zweifel erhaben. Deswegen trainiere für die Prüfung, klar und deutlich zu sprechen, zusammen mit den verschiedenen körpersprachlichen Signalen, die ich in den anderen Videos beschrieben habe. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie du dich auf eine mündliche Prüfung optimal vorbereiten kannst, dann komm auch zu einem meiner Speed Learning Kurse. Du findest die Termine unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Website unter Termine. Du kannst auch gern zu einem Einzelcoaching zu mir kommen. Auch die Kontaktdaten findest du auf meiner Website oder wenn ich mal zu dir an die Schule kommen soll, um dort dich und deine Mitschüler beziehungsweise das Lehrerteam zu trainieren, dann zeigt das einfach der Schulleitung dieses Video und gib meine Kontaktdaten weiter. Sie erreichen mich ganz einfach unter sven-frank.com. Alles unten in der Videobeschreibung. Abonniere auch gerne diesen Kanal. Ich poste hier immer wieder interessante Videos zu unterschiedlichen Themen, wie man sich Dinge besser merken und kompliziertere Sachverhalte leichter merken kann. Ansonsten viel Spaß in der Prüfung. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut passt.